Unternehmen gründen kann erstmal jeder, ne? Ein Unternehmen erfolgreich machen, kriegen auch noch viele hin, aber das Unternehmen wirklich langfristig funktioniert, das Unternehmen wirklich langfristig weiterhin wächst, weiterhin profitabel ist, weiterhin attraktive Kunden anzieht und intern nichts um die Ohren fliegt, das ist schon mal gar nicht so einfach. Und wir wollen uns jetzt mal konkret anschauen, wie das eigentlich funktioniert und was man machen kann, um sicherzustellen, dass es auch in 10, 15 Jahren das Unternehmen noch so gibt. Ja, wie schon gesagt, Unternehmen gründen kann erstmal grundsätzlich jeder. Also das ist erstmal überhaupt kein Problem. Unternehmen erfolgreich machen, das ist bei vielen schon wieder eher ein Thema. Und das Hauptproblem, was man halt wirklich merkt, das kennst du vielleicht, ist dieses Phänomen der ersten 3 Jahre. Ne, dass ein Unternehmen, wenn es die ersten 3 Jahre übersteht, dann hat es eine langfristige Perspektive. Aber ich glaube, 80% der Unternehmen überstehen die ersten 3 Jahre nicht. So, jetzt ist natürlich, muss man noch einmal in die Statistik einberechnen. Was heißt überstehen eigentlich? Überstehen heißt, sind danach gegründet. Es kann natürlich sein, man hat relativ oft die Situation, ich gründe das Ganze als zum Beispiel als erstmal ein Einzelunternehmen oder als, das ist nicht hübsch, als GbR. Ne, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bedeutet, ich fange erstmal ganz klein an und wandle das dann in eine GmbH oder gründe eine GmbH daraus neu. Ich würde mal behaupten, die Statistik zählt das dann auch als nicht mehr existentes Unternehmen rein. Entsprechend sind die 80% relativ zu sehen. Bedeutet, wahrscheinlich sind es eigentlich von Unternehmen, die wirklich krachen gehen, vielleicht 50-60% und die anderen werden einfach umgegründet. War bei uns genauso. Wir hatten auch, ich glaube, 3 GbRs am Anfang und haben dann eine am Ende draus gemacht, eine GmbH, dann war auch in die Statistik gut mit eingezahlt. Und mir geht es aber nicht um diese ganze Statistikgeschichte, mir geht es wirklich darum, jetzt in dem Video auch, wie können wir es schaffen, wirklich planbar weiterhin zu wachsen, planbar am Markt zu bleiben und planbar attraktiv zu bleiben. Und hier gibt es eine ganz wichtige Sache, was die meisten eben nicht machen. Die meisten machen das nach Gefühl und dieses Gefühl kann sehr schnell trüben. Das hängt sehr viel von der einzelnen Person ab und kann schnell dazu führen, dass man halt einfach untergeht. Und das erste Thema, was man sich mal so als Idee setzen sollte, ist ein sogenanntes Geschäftsführer-Dashboard. Was heißt das? Das heißt, dass der Plan sein sollte, das ist echt nicht hübsch. Wir machen es einfach mal kurz vorm Dashboard. So. Der Plan sollte sein, dass ich als Geschäftsführer jederzeit sehen kann, also auch als Einzelunternehmer bin ich am Anfang irgendwie Geschäftsführer, ne? Zwar nur in einer sehr, sehr kleinen Rolle, aber ich habe auch diese Verantwortung trotzdem drin. Und ich sollte hier auf diesem Dashboard immer genau sehen, was sind gerade meine KPIs, Key Performance Indikatoren heißt das ja. Also was sind meine Kennzahlen, die quasi mein Wachstum, mein Wohlstand, mein Unternehmenserfolg auch irgendwo mich bestimmen. Ich gebe mal so ein paar Ideen, was auf so einem Dashboard natürlich immer draufstehen sollte. Und das übrigens sollte man auch tatsächlich monatlich mindestens mal machen. Wir machen es täglich, wobei man hier fairerweise auch sagen muss, nicht jede Zahl wird täglich erhoben, aber viele Zahlen werden täglich erhoben. Eins ist der Umsatz. Das ist relativ klar, ne? Am besten hier auch einmal aufgegliedert über verschiedene Produktgruppen, zum Beispiel über verschiedene Quellen, ne? Also zum Beispiel nach Produktgruppe, nach Quelle. Ne, dass man so ein bisschen auch sieht, wo kommt eigentlich mein Geld her. Weil die Kernidee von diesem ganzen Dashboard ist es, frühzeitig Probleme zu erkennen, frühzeitig auch Chancen zu erkennen und wirklich auch zahlenbasiert zu erkennen. Nicht so von wegen, oh, vom Gefühl, jetzt kamen 3 Kunden über die Quelle, da muss ich viel mehr Geld ausgeben und zwar vielleicht die letzten 3, die darüber gekommen sind, sondern wirklich zu sagen, okay, hier kommen jeden Monat 2-3 Kunden über diese Quelle. Und basierend darauf kann ich auch sagen, wenn ich da jetzt diese Quelle mehr Geld da reinfüttere, kommen auch wahrscheinlich mehr Kunden raus einfach. Diese Entscheidung treffen zu können, kann man ohne diese Kennzahlen überhaupt nicht. Ne? Das kann natürlich auch sein, was ist der Cashflow, also wie sind die Geldflüsse im Unternehmen. Das sollte auch eine Kostenstruktur sein, die man sich anschaut. Das kann dann, wenn man größer wird, auch irgendwann natürlich das Thema sein, wie viele Leute habe ich, wie viele Bewerbungen habe ich, wie viele vielleicht auch Anfragen habe ich. Also diese ganzen Sachen, die irgendwie den Umsatz mitbestimmen, die den Cashflow mitbestimmen, die die Kosten mitbestimmen, alles, was das zusammensetzt irgendwo, sollte man sich angucken. Und je größer Unternehmen wird, desto granularer sollte man das machen. Da gibt es auch keine perfekte Regel zu sagen, so muss es immer sein, sondern manche fangen halt den Umsatz auch erst an zu messen, wenn sie über 1 Million im Jahr machen, den monatlichen. Manche fangen erst bei 5 Millionen im Jahr an. Nur empfehlenswert ist es eigentlich schon ab dem 1. Euro zu machen, weil du sonst halt sehr viel Kontrollmechanismen einfach weggibst. Und wenn es darum geht, langfristig am Markt zu bleiben, langfristig attraktiv zu sein, dann muss ich halt wissen, wie entwickeln sich die Dinge. Auch ich als Geschäftsführer, egal wie innovativ ich bin, neige sehr, sehr schnell dazu, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was funktioniert, warum soll ich das groß ändern? Und das ist auch von der Denkweise her schon mal gar nicht so schlecht. Das ist besser, als alles immer wieder umzuschmeißen, einfach weil es spannend ist. Es ist spannender, alles umzuschmeißen. Ne? Das geht sehr, sehr viel häufiger krachen als ein Unternehmen, was einfach konstant bleibt. Nur auch ein Unternehmen, was konstant bleibt, hat irgendwann das Problem, dass wenn es nicht innovativ genug ist, es einfach nicht mehr existiert. Und wenn ich hier immer auf dem Schirm habe, wie entwickelt sich mein Umsatz nach Produktgruppen? Ich sehe zum Beispiel, okay, hier die Quelle Online-Marketing zum Beispiel. Ne, man arbeitet jetzt mit A&M zusammen, Quelle Online-Marketing geht plötzlich so durch die Decke.
Ich sehe, anstatt dass ich 10% über online mache, mache ich plötzlich 50% des Umsatzes über online, mache gesamt viel mehr Umsatz und sehe, okay, da ist ein Riesenpotenzial drin für die Kosten, die ich habe. Ein einfaches Beispiel, wir haben gerade einen Partner, da haben wir diese Analyse wirklich mal jetzt im Detail gemacht. Wir haben auch einige Partner, die wir da sehr intensiv betreuen bei. Da haben wir halt auch gesehen, okay, der hat letztes Jahr an Marketingkosten, sage ich jetzt einfach mal, für reines Online-Marketing 14.000 Euro gehabt und hat damit 1,5 Millionen geschrieben, wirklich messbar darüber geschrieben. Das ist ein Riesenergebnis. Und da sind alle Kosten schon drin. Und wenn ich dieses Ergebnis duplizieren kann, wenn ich sage, okay, nächstes Jahr mache ich 30.000, 45.000, mache damit 3, 4,5 Millionen, mir ist auch nur 4 Millionen mit 45.000, das ist ein Riesenergebnis, eine Riesenzahl, ein Riesengewinn, der auch dahinter steht. Und diese Sachen muss ich kennen, die muss ich auf dem Schirm haben. Das darf nicht so sein, okay, ich bin jetzt zufällig als Geschäftsführer der vielleicht die ganzen Online-Kunden abarbeitet, stelle fest, hey, das funktioniert ja super, ich habe die ganzen Online-Kunden, Empfehlung kriege ich aber gar keine mehr, weil die bei dem anderen Verkäufer zum Beispiel landen, darauf basierend treffe ich eine Entscheidung. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also ich möchte diese Sachen wirklich übers Unternehmen aufgegliedert sehen und wenn ich diese Sachen auf dem Schirm habe und genau weiß, wie entwickeln sich bestimmte Kennzahlen, wo habe ich Probleme, habe ich Herausforderungen, dann kann ich das wieder runterbrechen und kann gucken, okay, Kostenstruktur ist gerade irgendwie zu hoch, jetzt gucke ich, wie viel habe ich für Kosten? Okay, ich habe irgendwie Mietkosten, ich habe von mir jetzt noch Fahrzeugkosten, ich habe Materialkosten, ich habe Personalkosten. Jetzt gucke ich, wie gliedern sich die denn auf, warum sind die Personalkosten plötzlich so hoch? Ne? Okay, da gab es irgendwie Sachen, die ich vielleicht nicht berücksichtigt habe, irgendwas, was ich nicht beachtet habe, warum sind die Materialkosten so hoch? Und wenn ich in diese granulare Aufteilung gehe, dann kriege ich es eigentlich hin, jedes Problem zu finden und zu lösen, wenn so ein Dashboard existiert. Weil das Hauptproblem ist immer, nicht, dass ich sage, okay, ich habe hier dieses Riesenthema und ich kriege es nicht gelöst, sondern das Riesenthema zu finden. Ich merke, es fließt Geld vom Unternehmen ab, ich weiß aber nicht warum. Das ist das Hauptproblem, weswegen viele Unternehmen einfach nicht mehr existieren irgendwann und dann kurz bevor es tatsächlich kracht, feststellen, ach ja, das war's ja. Wenn die es aber schon ein paar Monate eher gewusst hätten, hätten sie was dagegen machen können. Relativ simpel eigentlich, wenn man sich das überlegt, ne? Aber trotzdem eine Sache, die vielen Leuten nicht bewusst ist, aber auch die viele Leute nicht wollen, weil die auch sagen, ja, meine Zahlen habe ich ja selber noch ganz gut im Blick. Mag sein, vielleicht hast du das mit einer Person noch, vielleicht hast du das auch mit 5 Leuten noch. Mit 10 Leuten spätestens hast du es garantiert nicht mehr. Dann redest du das eine, dass du es hast, ist es aber nicht so. Und dann hast du schon ganz viele Verluste links und rechts, die du gar nicht mitbekommst. Deswegen meine Empfehlung, ne, schaff dir so ein Dashboard an. Wie gesagt, wenn du Hilfe irgendwie brauchst bei sowas oder wenn du sagst, hey, du siehst da einen ganz konkreten Bedarf, dann kann man auch mal in eine Beratung reingehen. Dann melde dich gerne bei uns unter am-berater.de. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Und lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Abo da, wenn dir das Ganze gefallen hat, damit du mehr von diesen Sachen mitbekommst. Und wir werden uns in den nächsten Videos auch anschauen, natürlich, wie man diese Themen halt konkreter mal aufgliedern kann, wie sowas konkret aussehen kann. Deswegen verpasst das Ganze nicht und bis zum nächsten Mal.